Willkommen bei der Summoner's War Spotlight Serie, wo wir uns jedes beliebige Monster einmal genauer anschauen werden. Heute schauen wir uns die Lichthimmelstänzerin Yong Hong an. Somit begrüße ich euch zu einem weiteren Monster-Spotlight. Wie ihr schon im Intro gehört habt, schauen wir uns heute die Lichthimmelstänzerin Yong Hong an. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Ich bezweifle es sehr. Und ich muss sagen, ich bin sehr gespannt darauf, weil es ein Monster ist, was sehr, sehr, sehr stark ist. Aber ich würde sagen, wir schauen uns als allererstes erst einmal die Skills an, wenn ich sie jetzt hier finde. Ich hoffe, ich finde sie. Wo ist sie? Wo haben wir sie? Wo ist sie? Nee, da auch nicht. Wo haben wir sie denn? Da ist sie. Da haben wir sie. Wow, Yong Hong. Also ganz ehrlich, Top-Monster. Ich bin echt gespannt. Also man hat sie auch sehr oft in den Weltmeisterschaften gesehen und so ein Kram. Und sie war eigentlich immer, eigentlich so gut wie immer gebannt. Also, ja, so gut wie immer, ne? Aber wir schauen uns als allererstes erst einmal die Skills an. Fangen wir mit Skill Nummer 1 an. Elegante Berührung. Greift mit einer eleganten Berührung an und besitzt den Feind mit einer Chance von 30%, um 2 Runden lang die Chance zu erhöhen, dass der Feind nicht trifft. Also ein Glancing-Effekt, das hat, glaube ich, fast jede Himmelstänzerin oder hat sogar jede Himmelstänzerin. Also bei Shazoon bin ich mir sehr sicher. Und bei Miang bin ich mir auch sehr sicher. Zweiter, wow, okay. Wie heißt der Skill? Keine Ahnung. Wirft einen Fächer und greift den Gegner 3-mal an. Jeder Angriff besitzt eine Chance von 50%, einen der Vorteilseffekte des Gegners zu entfernen. Also ein Strip erhöht den Angriffsbalken aller Verbündeten um jeweils 15%. Für einen entfernten, ich war gerade abgelenkt von OBS, erhöht den Angriffsbalken aller Verbündeten um jeweils 15% für einen entfernten vorteilhaften Effekt des Gegners. Ui, okay. Der Schaden ist proportional zu deinem Angriffstempo. 3 Runden ablenkst, heilige Scheiße, Mann. Ich verstehe schon, warum die so gut ist. Vor allem gegen Wusa oder so. Heiliger Kack. Buddha. Okay, letzte. Vitalität aufladen. Füllt deinen Angriffsbalken und eines verbündeten Ziels voll auf und erholt die HP um 50... 3 Runden? What the fuck, Mann? Wenn sie jetzt... Ist sie auf Gewalt? Ja, heilige Scheiße, Mann. Kein Wunder, dass sie so OP ist. Was ist sie? Auf Speed, Attack, HP. Warum Attack? Einfach so... Angriffstempo. Hä, warum auf Attack? Wird die so gebaut? Keine Ahnung. Aber okay, was hat ihr denn da für Subwerte drin? HP, Speed, na okay. Also ginge besser von den Subwerten her, sind wir mal ehrlich. Ansonsten, ja, okay, gut. Mal ganz kurz anzumerken, habe ich jetzt am Anfang gerade vergessen zu sagen. Also oben rechts ist jetzt wieder das I-Punkt mit der Umfrage. Das habe ich ja im letzten Part vergessen. Deswegen nehmen wir jetzt Yong Hong dran, weil ich mir denke, das ist ein Monster, da glaube ich, da haben viele Interesse dran, ja? Weil ich echt die Umfrage vergessen habe. Deswegen, also ich hoffe, ihr nehmt es mir nicht übel. Ansonsten, Yong Hong ist ein Monster, was ich jetzt so mehr oder weniger das erste Mal selber erlebe. Ich habe weder gegen jemanden gekämpft, der eine hatte bisher, noch habe ich selber die Chance gehabt, jemals eine zu spielen. Deswegen, nimm's mir nicht übel, wenn ich jetzt irgendwas verkehrt mache oder so. Ja, aber es ist ja zum Testen da. So, wir nehmen Yong Hong mit. Das Gute ist, hier sind auch Buffs am Ende mit drin. Gut, Galeone brauchen wir nicht mitnehmen, weil... es ist kein DD, es ist ein reiner Supporter, ne? Deswegen schauen wir uns einfach mit, was könnte man das nehmen? Ein bisschen DD sollten wir schon mitnehmen, glaube ich. Sollen wir einfach mal Garo mitnehmen? Ja, YOLO, nehmen wir Garo mit. So, auf geht's. Weil, wie gesagt, also wir müssen den Damage nicht testen, weil das überhaupt keinen Sinn ergibt, weil sie an sich keinen Schaden machen sollte. Deswegen, brauchen wir kein Galeone an sich. Wow, also sogar mit Transform. Aber vielleicht hat sie ja einen Transform, weiß ich nicht. Es ist ja Halloween, ne? So, fangen wir mal an. Der erste Skill haben wir ja schon bereits gelernt. Ist so gesehen nur ein Glancing. Hat so gesehen jede andere Himmelstänzerin auch. Ich meine schon, also falls nicht, aber ich bin mir eigentlich fast zu 90% sicher, dass es jeder hat. Schauen wir uns trotzdem einmal an. Ist so gesehen, wie gesagt, ein Glancing-Effekt, wenn man drauf, nicht gelandet, aber wir haben Garo, bäm. Der Herr, naja. So, der zweite. Fangen wir einfach damit an. Und zwar, normalerweise wäre es jetzt hier besser zu sehen, wenn man vorteilhafte Effekte im Gegnerbereich hat und sie so gesehen entfernt. Haben wir jetzt nicht hier. Würden wir wahrscheinlich in der Arena später mehr sehen. Ich versuche mal so ein paar Wusa-Gegner rauszusuchen. Deswegen ist das jetzt hier ein bisschen, das zu finden. Und das können wir gleich mal machen. Aber wir machen das einfach mal, um provisorisch zu zeigen. Vielleicht macht sie ja doch ein bisschen Damage. Ja, macht sogar relativ okay Schaden. Aber okay, gut. Also, wie gesagt, wir gehen immer zuerst Feynman. Sind wir jetzt in Glancing? Ne, schon wieder widerstanden. Um halt
das ein bisschen auszutesten, ja? Also jetzt hier ist es natürlich ein bisschen schwer zu sehen, weil wir das wahrscheinlich... Es ist ein reines PvP-Monster, kann man schon sagen, ja? Also im PvE-Bereich wüsste ich jetzt nicht wirklich, wo ich sie einsetzen würde, wobei sie generell ein sehr guter Supporter wahrscheinlich ist. Nur im PvP glänzt sie wahrscheinlich richtig. Da haben wir sie in Glancing gesehen, immerhin. Ne, da glänzt sie wahrscheinlich richtig. So, ich möchte jetzt als allererstes gleich... Ich will die Buffs sehen, die sollen buffen, also... Killen wir als erstes erstmal Rogue, ja, weil der kann nicht buffen, der ist nicht mal tot. Okay, gut. So, jetzt wird's erst spannend. Ja, das Ding ist nur, die Monster von ihm sind sehr, sehr schnell. Ich weiß gar nicht, man sieht es wahrscheinlich nicht mal, ja. Ich gehe aber trotzdem mal runter und wir gehen einfach mal jetzt ihn strippen, in der Mitte, ja. Schauen wir uns das Ganze mal an und ihr müsst jetzt auf die Attack-Balken achten. Wir haben eingestrippt, so, und haben 15% Attack-Leiste dazu bekommen. Das haben wir gesehen, ne? Ich habe es wahrscheinlich noch mal ein bisschen vergrößert eingeblendet, dass man es auch wirklich sieht. So, wir können jetzt das hier einmal machen. Und zwar füllt den Angriffsbalken eines verbündeten Ziels voll auf und erholt dir HP um 50%. Also deinen, sprich meinen und eines Verbündeten. Und hielt nochmal. Schauen wir uns das Ganze mal an. Zack. Okay, wir kriegen dadurch aber keinen extra Turn, so wie ich es jetzt gesehen habe. Könnte jetzt aber auch so gesehen sein, weil, naja, vielleicht der Garo ist nicht schneller, keine Ahnung, woran das genau lag. Aber wir waren danach dran, also es ist an sich Latte die Hose. So, wir können nochmal gucken zu strippen. Jetzt sieht man das ein bisschen besser, weil Garo nur noch wenig Angriffbalken hat. Wir gehen einfach mal auf den kleinen Hund. Da sieht man das jetzt, zack, zack. Haben wir auf jeden Fall die Attack-Leiste erhöht, das hat man halt gesehen, ne? Und das ist halt das... Also Attack-Leistenmäßig ist Yong-Hong echt, also echt nervig. Man darf immer bedenken, nur 3 Runden Uplink-Zeit. Das ist der absolute Hammer, Mann. Wow, ich habe den Best gemacht. Okay, wurde ja alles zurückgesetzt. Ne, also okay, das ist... Sonst für 2,50 wäre ein bisschen traurig, aber das bezweifle ich sehr. So, gehen wir mal in die Arena, ja, weil da sehen wir das Ganze nochmal ein bisschen besser. Ich weiß nicht, welcher Rang er ist. Ich weiß, dass er sehr hoch spielt. Okay, geht sogar noch. Schauen wir uns das Ganze einmal an. Also ich suche jetzt mal ein Team raus, am besten einen, der auch bufft, so ein Wusa oder so halt in der Richtung. Und dann schauen wir uns das Ganze nochmal genauer an. Okay, ich habe jetzt was gefunden, ist leider kein Wusa, aber es ist ein Buffer dabei. Deswegen, ich schätze, das sollte auch gehen. Ja, ich will jetzt nicht 3 Stunden rumsuchen, nur nach einem Wusa oder so. Aber hier ist ein Bernard dabei und da sollte es gehen. Ich habe jetzt das Team genommen, was er generell nimmt. Ja, einfach nur um, naja... Einfach nur um, naja, ich kenne seine Monster jetzt nicht, deswegen ist es halt ein bisschen schwer. So, wir machen einfach mal das hier, zack, 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 3 Stunts, lol, okay. Bernard hätte vielleicht nicht unbedingt gestunt werden sollen, weil wir brauchen den Buff von ihm. Okay, sollte ich vielleicht ein bisschen drauf aufpassen. Und geprockt, nice. Also ich lasse Bernard, wie gesagt, mal in Ruhe, aber hier, die können wir zurücksetzen, damit sie, okay, oder auch nicht. Ja, gut, GG. Können wir die denn killen? Wir haben gar keinen Deathbreak. Ah, doch, nee. Doch mit dem First Dings. Oh, wow, warum gehen die denn auf D? Das gefällt mir überhaupt nicht. Aber da können wir den dritten Skill. Wir killen jetzt mal hier sie. So, und jetzt können wir den dritten Skill jetzt hier genau mal sehen. Also, Clancen tut sie nicht, aber wir kriegen eine volle Attack-Leiste. Eher genauso, was ich sehr stark finde, ehrlich gesagt. Und das nur 3 Runden Abklingzeit. Das muss man sich einfach mal geben. Wir haben immer noch keinen Buff bei den Gegnern. Bernard, was ist los mit dir? Mach mal was jetzt hier. Und der bufft nicht. Wieso bufft der nicht? Kann man das ausstrippen, das Endur? Wer ist denn schneller? Ah, schade, er ist schneller. Okay, wollte ich mal ausstrippen. Ne, will man das nicht. Ich habe immer noch die Hoffnung, dass er jetzt endlich mal bufft hier. Buff jetzt mal. Endlich, geht doch. So, und jetzt können wir das Ganze nämlich nochmal angucken. Wir könnten mal hier Molong zurücksetzen, einfach weil wir es können. So, ich hoffe, sie ist jetzt nicht gestunt. Okay, gut. Wir gehen aber weiterhin auf ihn, weil... Wenn jetzt Jung, ja genau, so, jetzt können wir es sehen. Also, man sieht hier die Attack-Balken. Wie gesagt, ich werde das nochmal ein bisschen besser einblenden, dass man ein bisschen besser sieht. Wir gehen auf Bernard, strippen jetzt so gesehen das, sehen die Attack-Balken und wir haben geprockt, ja. Wir könnten jetzt in der Theorie das hier machen, so als Beispiel, ja. Attack-Leiste wieder voll, so gesehen müssen wir jetzt noch ein, okay, das war ein Prock, glaube ich. Also ein bisschen unnötig war das ehrlich gesagt gerade, aber okay, so, jetzt können wir den, zack. Also in der Kombi mit Molong stelle ich mir das echt stark vor. Bin ich ganz ehrlich, weil Molong ist ja so ein bisschen suizidgefährdet, ne? Wissen wir ja alle. Da ist es schon... Wow, ne? Wow. Also ich muss sagen, ich schätze, wenn man dieses Monster hat, sie wirklich halbwegs gut ruhend, ja? Dass du echt im PvP-Bereich enorm krass nach vorne rutschst. Auf einmal so, bäh. Ne? Stelle ich mir richtig übel vor, muss ich sagen. Aber irgendwie sind hier leider keine Wusas oder so. Ich suche nochmal kurz was raus. So, ich habe jetzt mal was anderes rausgesucht. Ist, glaube ich, kein Buffer bei, nee. Aber da ist der Imperator bei. Und dagegen möchte ich mal ganz kurz gerne kämpfen, ja? Also nimm's mir bitte nicht übel. Ich lasse das Team einfach von ihm. Er ist schneller. Hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht mitgerechnet. Aber okay, versuchen wir es selber einfach mal mit ihm. Ah, aber natürlich funktioniert es nur bei einem. Wir resetten mal den Retash. Sehr schön. Procken.
Muss nicht unbedingt sein, aber kriegen wir die Wille runter? Ja, gut. Er hat ein Dings. Eine Weisheit. Kriegen wir einen Deathbreak drauf? Ja. Strippen wird man die wahrscheinlich nicht können. Das wäre ein bisschen komisch. Kriegen wir einen Glancing drauf? Nee, okay. Der geht auf Perna weiterhin. Ich glaube, Reckless Assault wäre... Ah, nee. Ich würde eigentlich müsste ich ihn stehen lassen, aber wie viel Schaden macht die? Okay, RIP. Okay, schade. Ah, Retesh. Guck mal da. Retesh hat einen Speedbuff drauf. Da können wir jetzt mal genauer gucken. Also, pass auf, wir strippen das jetzt. Zack, zack, zack. Attack-Leiste, hat sich da was getan. Aber wir haben nichts gestrippt. Warum haben wir den nicht gestrippt? So, Perna resetten, dann kommt die nochmal wieder. Reckless Assault, der müsste down sein. Ey, komm, der ist down, oder? Bäm. Schön. Jetzt so ein Retesh. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, geil. Also, ich bin generell ein bisschen gerade geflasht, weil ich weiß, dass er ein bisschen höher spielt als ich zum Beispiel. So, zack und, ah, das ist so gut. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, top. Und wir kriegen den nicht gestrippt. Wir kriegen den Typen nicht gestrippt. Wie viel Rest hat er denn? Ne? Also, ich muss sagen, ist geil, ja. Ich weiß, dass er auch, wie gesagt, sehr hoch spielt. Ist generell, macht Spaß, so mal so zu spielen mit, ich krieg den nicht gestrippt. Holy shit, Mann. Ne, also, ich muss ganz ehrlich sagen, ist mal was anderes, macht Spaß, ja. Auch mal mit anderen Monster zu spielen, Molong und so ein Kram, habe ich jetzt nicht. Die anderen zwei habe ich jetzt, außer eine Lichthimmelstänzerin habe ich jetzt nicht. Hätte ich gerne. Also come to us, könnt ihr mir gerne mal vorbeischicken. Aber erst morgen bitte, also was heißt morgen? Wahrscheinlich heute, wenn das Video kommt, heute. Oder über, oder war schon. Erstmal Sierra bitte, okay? So, ich suche jetzt nochmal was raus, weil wir wollen den Strip ja sehen. Oh, guck mal hier, brauche ich gar nicht groß suchen. Können wir das sogar so lassen? Molong. Boah, Molong gegen Windaffen. Wir bleiben mal bei Molong. Vielleicht, ne, also Molong gegen Windpanda. Windpanda gegen Windmonster. Naja, Molong ist so der zweite Unfairbär, deswegen könnte ja trotzdem funktionieren. Schauen wir uns einfach mal an. Also, ja gut, strippen müssen wir nicht unbedingt. Das behalte ich mir mal auf. Auf jeden Fall zuerst, kriegen wir einen Deathbreak drauf? Nice. Strippen halte ich mir auf mit ihr, ja, für, hier gleich für, Better, ja. Kriegen wir dann Glancing drauf? Nice. Kriegen wir nochmal ein Glancing drauf. Nice. Es hat sich nicht geändert. Okay, den resetten wir aber. Auf den habe ich keinen Bock. So. Dann arbeiten wir weiter auf dem Monkey. Könnte schon tot sein. Boah, fast. Okay. So, jetzt haben wir das Ganze. Strippt er alles. Feine dreimal. Ich gehe mal jetzt nicht davon aus. Ich will das ja ein bisschen gewinnen, ja. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass... Wobei, wir könnten den Reckless assaulten. Dann ist er sowieso tot. Okay, dann lassen wir das. Machen wir es einfach so. So, ja, wir versuchen jetzt zu strippen auf Better, weil sie als nächstes arbeiten möchte. Zack, Angriffsleiste erhöht, nice. Und jetzt Strip mit Garni, nice. Und jetzt Stun mit Perna, schade. Und ist schon krass, ja. Also ich muss sagen, RTA, er hat gesagt, ich darf RTA machen. Ja, er ist aber ein C. Wow, ach ja, die kann wiederbeleben. Wie vergaß. Aber wir heilen mal ihn hier, zack. Müssen wir irgendwie, ja, wir können ihn hier nochmal zurücksetzen. Gehen dann weiterhin auf ihn wieder. Und ein bisschen auf sie, weil sie kann auch... Amana kann auch heilen, aber der ist zurückgesetzt. Dann haben wir den jetzt mal. Nice. So, und jetzt... Wir könnten ihm wieder Reckless Assaulten. Machen wir einfach mal. Zack, nice. Muss ich... Ah, fucking heal. Okay, dann resetten wir jetzt sie. Ja, strippen. Haben wir gerade nichts. Vielleicht Proc? Ah, schade. Jetzt müsste ich aber ganz gerne Better Down sehen. Oh, Stun, nice. Ja, brauchen wir nicht. Deathbreak. Ah, oh, krass, Mann. Und jetzt... killen wir die damit? Ich bezweifle es. Aber wir machen einfach mal so. Weil Attack by. Man muss es ja nicht unbedingt auf einen machen, der Low HP hat. Ich könnte ihn jetzt zum Beispiel auf Perna machen oder auf Garni, weil ich will, dass er als nächstes drankommt. Und das ist halt. Das ist echt stark, Mann. Ja, du kannst so viel beeinflussen dadurch mit ihr. Boah, ist schon cool. Vor allem, wie gesagt, im RTL-Bereich und so. Wie gesagt, er hat gesagt, ich darf. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich traue mich. Ich habe Angst zu verkacken, ja, weil ich kenne seine Monster nicht und all so ein Kram, da muss ich sagen, ach, weiß ich, muss, ich bin da echt vorsichtig, ja, wir machen erstmal nur einen Deathbreak, keinen Reckless Assault, strip mal den jetzt mal, was, ich hab mich verklickt, what the fuck, nein, okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet, wieso setten die nochmal, der hat jetzt gerade sowieso wiederbelebt, nein, Mann, damit habe ich jetzt gerade überhaupt nicht gerechnet, das ist aber auch ekelhaft, ne, ekelhaft, können wir den killen? Ja, sie killt ihn jetzt, oder? B, nice. Jetzt machen wir dann halt das ganze Spielchen nochmal auf Better, mir auch egal. Irgendwann wird sie ja down sein. Wir resetten den. Reicht ein Reckless Assault? Jo. Okay, dann gehen wir jetzt weiterhin auf Amana. Jetzt sollte es aber klappen. Oder wir könnten natürlich auch den zweiten Skill machen in der Hoffnung. Dann machen wir das hier. Zack. Und er ist wieder dran und B. Das ist so cool, Mann. Nee, ich lasse den Speedbuff jetzt einfach mal drauf. Auch wenn er heilen könnte. Stun, please. Bam. Nice. Und jetzt kill. Haha. Das ist so cool, Mann. Ich bin echt... Holy shit, Mann. Ja, ist gut. Komm klar.
So, dann machen wir halt den mir wieder. Er ist jetzt halt dran, weil es ein bisschen, weiß, oh, scheiße, ich hätte es strippen können. Ein bisschen unklug, da er natürlich provoked war. Aber passt schon, ja, so, passt schon. Und jetzt Reckless Assault und goodbye. Wow, lol, ich wäre fast selber gestorben. Ich weiß gar nicht, warum. Warum bin ich fast selber gestorben? Holy shit, Mann. Okay, gut. Holy shit, Mann. Okay, das ist so cool. Bastet, Perna, Tiana, Sierra. Nee, da habe ich ehrlich gesagt gar keinen Bock drauf. Nee, also da ist ein Bastet drauf drin, aber nee, muss nicht sein. Wie lange geht das Video schon? Okay, reicht eigentlich auch. Ja, wir haben sie gesehen, wir haben sie alle verstanden. Nehme ich einfach mal an, wir haben sie alle verstanden. Sehr cooles Monster. GZ auf jeden Fall auf von meiner Seite zu, wie heißt sie nochmal? Yong Hong. Sehr cooles Monster, vor allem im BVB-Bereich. Ja, wie gesagt, ich hätte jetzt noch LTA machen können, aber vielleicht mache ich nochmal ein extra Video für sie. Ja, wenn ihr das wollt, schreibt es gerne mal in die Kommentare. Wenn ihr wollt, dass ich einen reinen LTA-Part mit ihr mache, dann schreibt es gerne mal in die Kommentare, dann werde ich einen versuchen zusammenzuschneiden, okay? Aber für dieses Video reicht es erstmal. GZ zu Yong Hong und ich sehe schon, du hast weitaus andere noch andere Monster, also GZ generell. Ich hoffe, ihr habt noch einen angenehmen Tag. Und haut rein.